Frühlingszeit ist Pflanzzeit. Die frühsommerlichen Temperaturen locken nun wohl auch die letzten Hobbygärtner zurück ins Beet. Wer vielleicht auch die ein oder andere Rarität ansetzen will, war beim Achenoa Pflanzenverkauf im Botanischen Garten genau richtig. Die Achenoa setzt sich dafür ein, dass alte Kulturpflanzen erhalten bleiben. Wir vermehren Saatgut bei uns in Schiltern, wo wir unseren Standort haben, aber wir haben auch ein großes Netzwerk an Erhaltern und Erhalterinnen, die mit uns gemeinsam arbeiten. Trotz der etwa 14.000 angebotenen Jungpflanzen kam es bei vielen Sorten bereits nach kurzer Zeit zu Engpässen. Wir sind jetzt das dritte Jahr da und heuer ist überhaupt extrem gut besucht. Also wir sind schon, also ich bin zum Teil komplett ausverkauft schon. Es gibt keinen Salat mehr und überhaupt nichts mehr. Und dann die Tomaten, wir haben Tomatensorten, die kriegt man sonst nirgendwo. Das sind alte Sorten, die extrem gut im Geschmack sind und das sind Raritäten und das schätzen die Leute schon. Den Erfolg des Bio-Pflanzenmarkts können nahezu alle Besucher nachvollziehen. Ja, weil ich irgendwie diese natürlichen Sorten unterstützen möchte und die sollten erhalten bleiben. Und ich mag nichts Genmanipuliertes. Aber es da vielleicht Sachen gibt, die was man, ich bin für in der Gebirge, die was man drin dann nie zu kriegen. Weil es die Ursaat ist und das sollte man erhalten. Weil wir die Achenoa kennen schon von unten und das haben wir in der Zeitung gelesen, darum sind wir da. Weil es da einfach besondere Pflanzen gibt und ich nehme an, es ist eine sehr gute Qualität. Nicht zuletzt dank eines solchen Zuspruchs ist der Verein Achenoa auch weiterhin bemüht, einem möglichen Artenschwund bei Kulturpflanzen entgegenzuwirken. Das bedeutet natürlich auch Reichtum an Genmaterial, das in dem Saatgut oder auch in den Pflanzen bewahrt wird. Und es ist wichtig, diesen Genpool zu erhalten und einfach, dass man für alle Lagen und Gegebenheiten etwas Passendes hat. Mit frischem Saatgut ausgestattet, kann das Garteln in der heurigen Saison beginnen.